Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Orakel Adventskalender. Huch, heute fliegen die Karten hier schon wild durch die Gegend. Fangen wir gleich an. Die Perfektion des Augenblickes. Es gibt keine Fehler in der Schöpfung und das Universum. Es gibt einen höheren Plan. Ja, so sieht's aus. Ich sagte es ja gestern schon, wir müssen lernen zu erkennen, dass wir im richtigen Zeitrahmen sind, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit. Es funktioniert gerade alles bestens, auch wenn es nicht so scheint. Es wirkt chaotisch, es wirkt anstrengend und es wirkt auch so, als ob man sagen würde, oh, ich mag jetzt nicht mehr. Also das Energiesystem, was um uns herum gerade noch zuckt, das gerade um uns herum noch versucht, die Kontrolle aufrechtzuerhalten, macht Gefühlsschwankungen, die wirklich abenteuerlich sein können. Aber wir laufen ja jetzt direkt auf den 21. zu. Haltet noch ein bisschen durch. Es wird sich wieder lösen. Es wird sich verschlimmbessern vielleicht erstmal, aber es wird sich wieder lösen. Alle Zeichen stehen auf Lösung. Es ist aber an der Zeit, dass jeder von uns sein eigenes inneres Feuer wiederfindet. Jeder von uns, du und du und du und du und ich, müssen lernen, unser eigenes inneres Licht wieder leuchten zu lassen. Und oftmals ist es super einfach, indem wir, wenn wir das Licht in uns selber nicht spüren, dann neigen wir mit unserer menschlichen Prägung oft dazu, uns einfach zu versuchen, an andere Menschen anzuheften. In Form von Verliebtheit vielleicht oder von Liebe oder auch einfach von Interesse. Also es kann ja immer so ein Gefühl sein, dass man einfach das Licht in anderen Menschen schneller sieht. Weil der Blick nach außen halt leichter ist als auf die eigene Nase. So. Und das Licht in uns selber leuchten zu lassen, ist aber das, was wir zurzeit brauchen. Wir brauchen jedes bisschen Herzensgüte, jedes bisschen Liebe, all die positiven Gedanken, die wir aufbringen können. Und ich weiß nicht, wie achtsam du mit deinen eigenen Gedanken bist, aber auch das ist jetzt von größter Wichtigkeit, immer und immer wieder bewusst und achtsam deinen eigenen inneren Monolog, Dialog, wie auch immer, zuzuhören. Die erste Frage ist ja, wenn du ein Teil deiner Gedanken bist, wer hört diesen Gedanken dann zu? Darüber darf man sich auch mal Gedanken machen, wo die Gedanken denn herkommen, die man da so hat. Und die zweite Frage ist auch, wie werden diese Gedanken generiert? Und das interessiert mich besonders bei Gedanken, die ich eigentlich ablehne. Also man sagt ja manchmal, gibt es Gedanken, die du keinem erzählst? Und ja, durchaus, es gibt Gedanken, die ich keinem erzähle, die ich aber auch denke und während ich sie denke, bereits in die Bewertung und Verurteilung gehe und mich frage, warum ich solche Dinge denke. Das kann durchaus passieren. Aber genau dieser Prozess bringt uns dahin, wo wir hinwollen, nämlich zu der größtmöglichsten Selbsterkenntnis und der Erkenntnis, dass es keine Fehler in der Schöpfung gibt. Und so sind auch unsere Gedanken nicht fehlerhaft. So brauchen wir auch nicht immer und immer wieder irgendwelche Trainingseinheiten machen, um unser Denken zu programmieren oder so, sondern wir dürfen wirklich lernen, auszusortieren und nicht auf das Geplapper in unserem Inneren allzu viel Gewicht zu legen. Wären wir jetzt bereits in einer Zeit, wo Gedanken sich schnell manifestieren würden und hätten wir diesen Puffer der Zeit dazwischen, nicht zwischen einem Gedanken und diesem ganzen Weg, den wir hier gehen müssen, um es zu manifestieren oder realisieren und dann dem Endergebnis, wenn das nicht wäre, wenn jeder Gedanke, der reinkommt, nur mit genügend Energie gefüttert wird, um sich direkt zu manifestieren, dann würden wir in einem gigantischen, riesengroßen Chaos leben und ich glaube, sehr viele Leute würden sehr oft sehr schnell sterben. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber was ich sagen wollte, ist, dass wir hier ins Vertrauen gehen dürfen. Es gibt einen höheren Plan und ich spüre hier einfach diesen tiefen Bezugspunkt heute, dass man sagt, ich spüre in mich hinein ohne Bewertung. Das heißt, wenn du etwas denkst oder fühlst, was du vielleicht
auf einer anderen Ebene verurteilst, weil es vielleicht, ja, weil es einfach kontraproduktiv ist, sagen wir es mal so, weil es einfach schädlich wäre anderen Menschen gegenüber, weil es unfair wäre oder weil es einfach nicht den, ja, keine Ahnung, weil es einfach nicht den Geboten entsprechen würde oder so etwas, dann lass dir gesagt sein, dass diese Gedanken halt da sind, verurteile das nicht, sie kommen und gehen und dann lass sie halt wieder gehen und dann entscheide dich aber aus deinem freien Willen heraus immer wieder für die gute Seite. Denn auch die guten Menschen haben mal schwache Momente oder gehässige Momente oder versuchen, energetische Abkürzungen zu nehmen, die halt Auswirkungen auf andere Leute haben. Das Wichtigste ist aber, dass wir erkennen, dass wir eigentlich nichts falsch machen können, solange wir immer wieder in unser eigenes inneres Licht zurückkehren und versuchen, von dort aus zu handeln. Und wenn wir dann mal vom Pfad abweichen, gedanklich oder emotional oder wie auch immer, dann dürfen wir uns immer wieder selbst zurückziehen und erkennen, was wir da tun. Und es geht darum, sich einfach auch zu vergeben, dass man nicht perfekt ist. Vergib dir, dass du kein perfektes Wesen sein kannst. Und ich meine jetzt perfekt, ja, perfekt ist eigentlich Quatsch, weil Perfektionismus ist der Tod, ist der Stillstand. Aber das Leben besteht aus Veränderungen. Und wenn du irgendwann mal etwas getan hast oder jetzt irgendetwas machst oder denkst oder fühlst, was du selber ablehnst, dann lass dir gesagt sein, dass du zuerst dir selber vergeben musst dafür, dass du einfach eine menschliche Erfahrung machst. Du bist ein Engel, du bist ein riesen Lichtwesen, das in so einen kleinen Fleischsack eingesperrt ist und von dort aus jetzt agieren soll. Es ist kein Wunder, dass wir ständig unter Druck stehen. Diese ganze Energie, dieses ganze große Material an Seelenenergie wird in diesen kleinen Fleischsack gequetscht und von dort aus sollen wir dann irgendwie ins Handeln kommen. Und ja, durch die Prägungen, die wir haben, durch diese menschliche Erfahrung, durch die Erfahrung der linearen Zeit, passieren halt einfach auch Fehler. So, und die dürfen wir dann auflösen. Zum Beispiel könnte es sein, dass du in Beziehungen dazu neigst, ständig Machtkämpfe zu haben, beziehungsweise mit anderen Menschen immer um etwas zu kämpfen und versuchst vielleicht auch einfach die anderen Menschen so hingehend zu manipulieren, dass sie halt auf deiner Seite sind. Aber das ist auch verschwendete Liebesmüh. Es gibt hier einen höheren Plan im Universum und du musst keine Machtkämpfe mit dem Außen führen, wenn du es nicht möchtest. Du kannst auch bei dir bleiben und dein eigenes inneres Licht immer weiter leuchten lassen, um dann letztendlich, letztendlich voranzuschreiten. Genau. Deine Beziehungen werden besser, wenn du nicht versuchst, Recht zu behalten, sondern du wirst irgendwann die richtigen Leute anziehen, wenn dein Licht von innen nach außen leuchtet. Und auch wenn sich das jetzt vielleicht noch nicht so anfühlt, die richtigen Leute kommen immer zur richtigen Zeit. Denn siehst du, wenn du hier in dein eigenes Gottvertrauen gehst und dein Licht von innen nach außen strahlen lässt, dann ist das wie eine Signalleuchte, wie so eine Lichtfontäne. Und das ist eigentlich auch eine relativ gute Darstellung, wie es zurzeit aussieht auf der Welt. Durch deine Gefühle und deine Verwurzeltheit zum Boden, durch die Erkenntnis, dass dieser Fleischsack zu Mutter Erde gehört und der Spirit, der darin steckt, universal ist, universell göttlich, wie auch immer, wirst du erkennen, dass du als Mensch ein Mittler zwischen Himmel und Erde bist. Und diese irdische Erfahrung, die wir hier machen, ist doch einfach unglaublich, oder? Ich wollte gerade sagen, es ist einfach abgefahren. So belasse ich das jetzt auch. Das ist einfach abgefahren. In die Heiligkeit zu gehen, heißt integer zu leben. Wenn du etwas weißt, setz es um. Wenn du es noch nicht umsetzen kannst, weil du noch alte Anhaftungen hast, vergib dir dafür. Na, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, dem Weg zu folgen, den man gehen möchte und dabei alte Verhaltensweisen loszulassen, ist nicht der schlechteste Weg, es zu tun. Na, wir können unser Leben nur dann ändern, wenn wir in kleinen Schritten immer weitergehen. Können wir in kleinen Schritten lernen, voranzugehen und hier ja mit dem Fluss zu gehen. Ne? Du kannst dich da im Fluss Schritt für Schritt, Schicht für Schicht dein altes Ich abblättern und dann schmeißt du ab und zu mal was über Bord. Das fressen dann die Fischlis und du wirst da immer weiter Richtung Wunscherfüllung geführt werden, wenn du dich in den Fluss deines eigenen Daseins begibst.
wenn du lernst, mit dem Flow zu gehen, wenn du lernst, einfach zu sein, wie du bist, von innen nach außen, auch ohne die großen Fragen, ob das jemand mag oder nicht mag, hier kein Machtkampf, du musst da niemanden überzeugen davon, dass du ein guter Mensch bist. Wenn jemand nicht sieht, dass du ein guter Mensch bist, wenn jemand dich nicht liebt für das, was du bist, dann sei doch froh, dass du diese Menschen los wirst. Sei doch froh, dass du dich nicht mit Menschen umgeben musst, die dir nicht gut tun oder die alte Verhaltensweisen in dir hochkommen lassen, die du vielleicht gar nicht mehr ausleben möchtest. Wir dürfen dankbar sein für jeden, der uns aufzeigt, dass es an der Zeit ist, in ein neues Kapitel unseres Lebens zu hüpfen. Genau. So, ihr Lieben, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder zur Tagesenergiebotschaft. Und wer möchte, kann natürlich gerne unten drunter einen Kommentar schreiben oder gucken, was sonst noch so an Angeboten unten in der Videobeschreibung ist. So, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.